Hallo und herzlich willkommen zurück zu Super Mario Bros. 3. Letztes Mal haben wir mit der Eiswelt angefangen, kamen auch schon relativ weit, machen jetzt weiter mit den Hammerbrüdern, die mir das Leben wieder mal erschweren müssen, Leute. Ja, toll gemacht, du kleiner Mistkerl. Ja, gehst du irgendwo hoch noch? Toll! Er ist klein. Ich... Hier... Was? Ach, Mensch. Na gut, dann gehen wir gleich in die sechste Welt und ich befürchte das Schlimmste. Nein, ich befürchte doch nicht das Schlimmste. Aber ich glaube, das Schlimmste wartet uns... Oh! Ja, toll! Noch... Wenn ich eintritt, dann ich. Oh. Die Fische, die Grünen. Ich bin immer noch der Meinung, die haben entweder zu viel Spinat gegessen oder ihnen ist einfach schlecht vor Angst, weil sie wissen, dass sie das hier überleben. Gegensatz wahrscheinlich zu mir. Pilz, ich will ich essen. Jawoll. Ja Leute, bis jetzt geht doch das ohne Probleme. Wer hätte das gedacht? Aber wenn ich sowas sage, dann erwischt es mich meistens. Aber jetzt nicht. Okay, das war nicht nett. Du nimmst es gut. Nein! Erwischt mich nicht. Ich wich überall aus. Oh, Entschuldigung, Leute. Ich merke gerade, dass mein Fernseher wahrscheinlich ein bisschen zu laut ist. Ich werde ihn gleich runterstellen. Ja, in der letzten Zeit häufig kleine Fähigkeiten. Speichern doch mal. Ja, viel mit der Maus halt. Mit dem Ton. Irgendetwas. Nicht gut und halt viel solche Sachen. Ja. Aber ich bin mir sicher, ich werde das in den Griff bekommen. Wisst ihr, ich bin nicht gerade der neueste, der älteste Let's Player. Und deswegen, wir kriegen das schon noch hin, dass alles so ist, wie ihr euch das vorstellt, wie ich mir das wünsche. Und dann, ja. Hey, mein Pilz. Leute, mein Pilz. Na gut, dann müssen wir wohl als kleiner Mario da durch. Was mir ziemlich schwierig erscheint. Gerade diese Pflanzen und Fische und Blumen und... Ja. Ja, ihr schon wieder. Stirb. Ja, meine Güte! Nein! Ich will nicht sterben! Ja, nee, ist klar. Ja, jetzt hab ich dich. Und jetzt komm schon, Stern und... Jawoll, Leute, wir haben 34 Leben. Ja. Gefällt mir immer besser. Ja. Wo kommen wir jetzt hin? Hier hin. Schaffen wir das? Pilz? Nein, bin ich, nein, scheiße. Blume mit Beinen. Okay. Dann hole ich mir mal ein bisschen Mützchen her. So viel für hier, so doch, ja. Ich habe doch... Habe ich den nicht erwischt? Also, mir war's, ich habe ihn erwischt. Macht nichts, da gibt es Münzen. Hier gibt es einen Pilz. Münze? So, Münze. Hier gibt es einen Pilz. Jawoll. Ja. Ja, und wie ich diesen Sound liebe. Aber, ja.
und setzen sich da hoch und Münzen sammeln. Und da kommt schon wieder dieses kleine Arsch. Ja, okay. Mich hat es wieder mal erwischt. Macht nichts. Und hopp. Ja, ich höre schon auf. Bestimmt flattern jetzt wieder Kommentare rein, wie ja, komm schon, hört doch auf mit dem Scheiß. Was war denn das jetzt? Naja, okay. Muss ich nicht verstehen, will ich nicht verstehen. Ja. Aber fragwürdig war das allerdings schon. Ja, eben. Jetzt flattern wieder tonnenweise sicher Kommentare rein. Ah, hört doch auf mit diesem Gesang, du kannst ja eh nicht singen. Ja, Leute, tut mir leid. Ja, aber... jetzt will ich echt wissen, ob das nochmal passieren kann. Ja, was soll das da? Der macht ja voll. Liegt das an meinem Emulator? Oder Leute, habt ihr das Problem bei eurer richtigen SNES? Auch schon. Solche Probleme wie, ja, diese Ding. Oh, ich muss hoch. Ja, da musst du aufpassen, ich bin nur ein Fake und da kommt wieder so einer und ja, wenn du nicht aufpasst und auf mich springst, dann fliegst du runter und na, aber hallo, das finde ich nicht gerade nett von diesem Dings. Und diesem Apfelring. Ja. Aber trotzdem haben wir das geschafft. Trotzdem, dass ich da von dem Apfelring verarscht wurde. Wo war das? War das da? Jawohl. War das da? Ja, jetzt sollte es doch funktionieren. Nee, sag. Los. Du bist da. Ja, nee. Ich bin doch so ein Waschlappen. Ja, nee. Wo war ich jetzt hier geblieben? Ach ja, von der Block, der mich verarscht hat. Ja, nee, wirklich, Leute, der... Das fand ich voll... Muss es langsam gehen? Das fand ich voll unfair, ehrlich gesagt! Naja, das war einfach nur dumm von mir. Denn ich hatte da keine Chance. Irgendwie... auszuweichen. Okay, dann noch mal. Klein, Mario, klein, das ist nie gut. Und vor allem, wenn das hier so rutscht, dann bin ich gleich bald nicht mehr zu haben, dass... Nein, nicht schon wieder. Oh, Leute. Ja, Leute, wenn ihr mich noch nie richtig am Zittern saht und mich auf 180 mit den Nerven am Ende, dann müsst ihr nun euch dringend... Nein, Moment. Der ist bis jetzt noch gar nicht hochgeladen. Vergesst es. Ich erwähne es dann ein anderes Mal, wenn es auch wieder passt. Ja. Nein. Fakt ist, ich habe bis jetzt ein... Ich habe ein Part von Kirby 64 der Crystal Shards aufgenommen, einem anderen Let's Play, das ich auch noch mache. Der 7. ist jetzt hochgeladen, der 8. habe ich aufgenommen. Oh, glaubt mir, Leute. Der letzte Teil dieses Parts, der war unglaublich krass. Hatte fast keine Leben mehr und ja, am besten schaut ihr es euch selber auch noch an. Und ich bin ein Noob. Und macht euch selber ein Bild davon. Ihr werdet
da wird euch sicherlich mal unterhalten, den Boden. Und warum treffe ich den Block nicht da? Ich will doch. Ja, dann machst du es halt du. Eigentlich wollte ich es machen, aber... Leute. Diese Paar, Mann! Diese Part wird es in sich haben, der wird bald hochgeladen. Wann, das ist noch nicht ganz sicher. Aber wird nicht mehr allzu lange dauern. Kann ich gar nicht so. Ja. Wird sicher nicht mehr lange dauern. Und jetzt muss ich mich schnell entschuldigen. Ich muss schnell einen Schluck trinken. Mein Eistee vom Volk. Ein Schweizer Laden. Außerdem. Ja, es ist zwar ein Billigprodukt, aber ich finde, das Billige ist meistens fast das Beste. Ob es mir glaubt oder nicht, das ist mir eigentlich egal. Aber ist wirklich... Ich finde, die billige Ware ist fast besser als... Oh! Was ist da das überteuerte? Ja, ich hätte mich auch gleich fressen können. Leute, ich mag das Level jetzt noch nicht. Und deswegen nehme ich hier einen Pilz. Sollte reichen. Ja. Was ich jetzt gar nicht mag, so Billigpizza. Nee, das mag ich überhaupt nicht. Pizza mit schön dünnen Boden und mit wenig Rand. Das ist für mich gute Pizzas, aber so Pizza mit so, wo du fast keinen Belag drauf hast und nur fast nur den Boden und mit den Rampen merkst, spürst, isst. Der mag ich echt nicht. Ja, und wie soll ich da hoch? Könnt ihr mir das vielleicht auch noch sagen? Nicht? Schade. Dann lassen wir es. Ja, solche Pizza eben. Ich mag zum Beispiel Dr. Oetker. Ihr kennt sicher den Dr. Oetker. Das gibt es in Deutschland sicher auch, nehme ich jetzt mal anstatt an. Die. Da kann ich. Ja, und jetzt. Muss da runter. Nein, ich fahre dich wieder hoch! Ja, das war jetzt dumm von mir. Die ist gut. Hatte ich heute gerade gegessen. Warum komme ich darauf? Die hat zwar auch viel Rand, aber es ist ein weicher Rand. Denn ich hasse harte Pizza. Ich kann sie nicht leiden. Nein, was soll das? Ich bin doch gerade hochgeschwommen. Mann. Nein, ich... Mag ich nicht. Was habe ich noch gern? Ja, so gefüllte Plätzchen, also so irgendwie eine berührte Pilze, sag ich jetzt mal, in Teig geplatscht und gerollt. Das mag ich auch sehr. Mag ich sehr gerne. Ist wirklich lecker. Oder mit Mozzarella, Tomaten. Ist auch lecker, das Ganze so. Mag ich wirklich, muss ich ehrlich gestehen. Ja. Wie, will ich da doch gar nicht runter? Ja, Leute, ich habe da ein kleines Problem. Das mag ich auch. Oder mit Spinat drin. Ich liebe Spinat. Frage hat sich ungewöhnlich. Was? Der mag Spinat? Und auch als Kind. Ich mochte Spinat. Ich mochte allgemein. Leute. Ich darf nicht mehr von Essen reden. Sonst sterbe ich die ganze Zeit. Aber trotzdem. Ich mag Spinat. Ich mag Spinat. Wirklich. Ja, finde ich lecker. Allgemein Gemüse, Obst. Vor allem Obst. Oh, Obst. Ich liebe Obst. Über alles. Ja. Was mag ich nicht? Käse mag ich. Vor allem Gorgonzola-Käse. Oh, Gorgonzola. Ich liebe den.
Ich denke euch jetzt bestimmt auch da. Ihh, Gorgonzola, wie kann man das essen? Ja, mir egal, was ihr darüber denkt. Aber ich mag's. Ja, was mag ich noch? Spaghetti. Okay, jetzt ist mir einiges klar. Wie das wohl irgendwie funktionieren soll. Okay. So war sehr gut. Spaghetti. Mag ich mit einem. Mit Bolognese-Sauce. Tomatensauce. Meine eigene Tomaten. Rahm. Käsesorte. Speziell von Jan gemacht. Sag euch das Rezept jetzt nicht. Nein. Sonst plötzlich finde ich das in dem Laden und es ist meine Erfindung und ich denke mir, verdammt, damit hätte ich Geld machen können. Und jetzt hat das Geld jemand anders. Nö, könnt ihr vergessen, sag ich nicht. Und Spaß beiseite. Nein, ist ein kleines Geheimrezept von mir. Und bin ich wirklich nicht dafür, dass ich das jetzt verraten sollte. Wie gesagt, ich werde es nicht verraten. Da könnt ihr jetzt stürmen, wie ihr wollt. Ist mir so piepschnauzegal. Nee, das Rezept bekommt ihr nicht aus mir heraus. Ich bin mir sicher, da kann ich hoch. Das Rezept bekommt ihr nicht aus mir heraus. Aber wir kommen aus dem Level heraus. Und haben, glaube ich, so ziemlich die Leben wieder wettgemacht, die wir in dem Level verloren haben. Ja Leute, schreibt mir doch in die Kommentare, was ihr so mögt. Weiter geht's im nächsten Part mit dem hier. Ist, glaube ich, kein schöner Level, wenn ich mich daran erinnere. Ja, eben, schreibt in die Kommentare, was ihr so mögt. Ich hoffe, die Maus war jetzt wirklich nicht im Bild, sonst drehe ich durch. Und gebt doch einen Daumen hoch. Wenn ihr jetzt Hunger habt, werdet ihr nicht haben. Ich habe nämlich eine komische Essangewohnheit. Aber gebt einen Daumen hoch, wenigstens für den Part. Denn ich muss sagen, er ist eigentlich sehr gut gelungen. Und dann würde ich sagen, Leute, bis dann und ja, bye bye.